Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Tiere. Wer live vor Ort war und wer nicht, davon handelt Tiere aus dem Morgenland. Der Ochse war direkt dran am Puls der Weltgeschichte. Das zumindest erzählen uns die Weihnachtskrippen. Dort sitzt der Ochse andächtig vor dem Bettchen des kleinen Jesus. Doch ob wirklich ein entmannter Bulle direkt neben dem berühmtesten Baby der Weltgeschichte lag, ist fraglich. Wahrscheinlich wurde der Ochse viel später dazu gedichtet, damit Christen die Botschaft erzählen können, wie wir sie heute kennen. Genauso wie das Rindvieh soll auch das Volk Jesus als den Herrn erkennen und zum Glauben übertreten. Naja. Tatsache ist, dass Ochsen in jener Zeit wichtige Arbeitstiere waren. Die Bewohner des Morgenlandes kastrierten vor mehr als 8000 Jahren das männliche Rind. Der Ochse war geboren, das älteste Zugtier der Menschheit. Diese europäischen Hochlandrinder sind verwandt mit den Tieren aus dem Morgenland. Viele Jahrtausende vor Christi Geburt wurden Hausrinder des Nahen Ostens nach Europa exportiert und dort weitergezüchtet. Und so entstanden Rassen wie diese, die schottischen Hochlandrinder. Gutmütig und kraftvoll. Heutzutage werden Stiere nicht mehr kastriert. Als Arbeitstier hat der Ochse ausgedient. Übrig geblieben sind allein die Ochsen in den Krippen. Doch ein bisschen vom berühmten Ochsen, der in der heiligen Nacht die Geburt der Geburten live miterlebt haben soll, steckt doch in jedem dieser friedlich grasenden Tiere. Auch heute noch. Welches Tier noch dabei war, damals in Bethlehem, das erfährst du in der nächsten Folge.